Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Such und Zerstören 3 Box von Shakusa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Suchen und Zerstören 3 von Shakusa. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier öffnen. Und so sieht die Box aus. Wir haben hier so eine weiß-graue Box. Hier oben lesen wir Shakusa, das Ganze mit schwarzem Edding handsigniert. Und hier unten lesen wir Suchen und Zerstören 3. Und dann haben wir hier noch ein Foto von Shakusa, kopfüber. Sieht auf jeden Fall ziemlich mitgenommen aus, hier mit diversen Verzierungen im Gesicht, Hals und Schulterbereich. Das ist Gott sei Dank keine dauerhaften Tattoos im Gesicht, sondern wirklich nur für dieses Cover hier gemacht. Ja, ansonsten die Box in dieser weiß-grauen Optik. Und auf der Rückseite lesen wir Limited Premium Box SUZ3, Album Suchen und Zerstören 3, Zerstören, 14 Tracks. Und Suchen, 14 Tracks. Also das Ganze als Doppelalbum gestaltet, diese zwei Phasen unterteilt. Die Zerstören-Phase, ja, das sind mehr so Battle-Tracks, so Banger und so aggressivere Tracks. Und die Suchen-Tracks sind dann etwas deeper und nachdenklicher. Hier unten haben wir dann noch Credits und einen Barcode. Und bei diesen 28 Tracks, was echt eine Menge ist, haben wir auch einige Features dabei. Und zwar haben wir Features von Maxat, Bisi Montana, freut mich sehr, und Baba Saad. Und in der Suchenphase haben wir dann Features von Marc Reis, Debo und Donato. Okay, Suchen und Zerstören 3, der aktuelle oder der vorläufige Abschluss der Trilogie. Das Ganze ging ja 2006 los mit Teil 1, Suchen und Zerstören, das Mixtape damals. Dann kam im Jahr 2010 dieses Stück hier raus, Suchen und Zerstören 2, ebenfalls ein Mixtape. Und jetzt im Jahr 2018, also 12 Jahre zieht sich diese Trilogie schon, haben wir den dritten Teil. Das Ganze ist eine reguläre Klappbox, geht hier auf der Seite auf. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir die Bonus-EP. Dann die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Hier ist noch ein Sticker. Jawohl, ein Sticker ist dabei. Eine Autogrammkarte. Ein Edding. Und dann haben wir hier noch ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. So sieht das aus. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das kommt hier in so einem Standard Jewel Case. Cover genau wie auf der Box, allerdings hier das Shakusa aufgedruckt, im Gegensatz zur Box, wo sie wirklich handsigniert wurde. Da gab es auch einen Videoblog, wo er mit Debo in dem Werk ist und die ganzen Boxen da unterschreibt. Auf der Seite lesen wir auch wieder Suchen und Zerstören 3. Und auf der Rückseite, so wie auch auf der Box, haben wir die Tracklist in diese zwei Phasen unterteilt, Zerstören-Phase und Suchen-Phase. Wie gesagt, 28 Tracks, Credits und Barcode. So, dann schauen wir mal als erstes ins Booklet hinein. So sieht das aus. Wir haben hier diverse Fotos des Künstlers. Sieht wie eine rostige Messerklinge aus, so wie so ein Knastmesser, so selbst gebastelt. Weitere Aufnahmen. Was ist das? Metallteile, okay. Also jedenfalls sehr interessante Grafiken hier mit drinnen. Der Leidensprozess von Shakusa hier dokumentiert. Auch hier wieder so eine selbstgebastelte Klinge. Ja, also sieht etwas unglücklich aus oder aggressiv teilweise. Heftige Bilder auf jeden Fall.
Und dann jetzt zum Abschluss wieder Suchen und Zerstören 3 zu lesen. Dann haben wir das Ganze, nachdem sie in zwei Phasen unterteilt ist, auch auf zwei CDs unterteilt. Und zwar haben wir hier einmal die CD1 Zerstören. Und dann haben wir auf der Rückseite die CD2 mit der Suchenphase. SUZ3 lesen wir hier noch. Und was mich besonders freut, wir haben die Instrumentals und diese sind auch erstens mal auf zwei CDs verteilt und kommen auch in seinem Standard Jewel Case daher und nicht in einem Digisleeve, wie man es meistens hat. Also hier haben wir kein Booklet, aber so einen Einleger. Und dann haben wir hier die beiden CDs auch hier wieder in diese zwei Phasen unterteilt. Zerstören Instrumental und Suchen Instrumental. Schön gemacht. Und als wären 28 Tracks und 28 Instrumentals noch nicht ausreichend, haben wir dann hier noch ein Digisleeve, so eine Papphülle. Und hier haben wir die Suchen und Zerstören 3 Bonus EP. Und zwar haben wir hier 5 Tracks an der Zahl und 5 Instrumentals. 5 Solo Tracks in dem Fall. So sieht das aus. Und das Ganze kommt, wie gesagt, in einem Digisleeve. Ein Sticker ist dabei, in quadratischer Form. Wie auch schon das Cover gestaltet. Hier Shakusa Kopf über, in diesem Grau und Weiß gehalten. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese allerdings nicht unterschrieben. Haben ja schon diverse Künstler jetzt so gemacht. Da auch hier Shakusa in diesem Video gesagt hat, man soll die Autogrammkarte bitte mitnehmen zu einem Konzert, zu einem Live-Auftritt und dann unterschreibt er die sehr gerne. Ja, es ist natürlich immer so eine Sache, also auf der einen Seite, ja gut, man kann die dann irgendwie personalisierter gestalten und dann kann man vielleicht schreiben für, wie auch immer ihr heißt, oder mit Widmung einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte natürlich bevorzugt, wenn das Ganze unterschrieben wäre. Allerdings muss man in dem Fall dem Mann zugute halten, dass er schon die Box unterschrieben hat. Von daher, ja, ist es in meinen Augen zu entschuldigen. Auch wenn ich generell Fan von unterschriebenen Autogrammkarten bin. Dann haben wir ein Poster. Und auf diesem Poster sehen wir ebenfalls, so rum, oben wieder den Shakusa-Schriftzug, dann Shakusa-Kopf über und darunter lesen wir wieder Suchen und Zerstören 3. Das Ganze ist doppelseitig bedruckt und auf der Rückseite haben wir das Cover, das wir auf der Bonus-EP hatten. Ähnlich, nur etwas hier mit dieser zerrissenen Optik und mit diesem Grauschleier darüber. Sieht etwas verbrauchter, etwas vergilbter aus als das reguläre Cover. Also, doppelseitiges Poster und beide Seiten im Hochformat. Und dann haben wir noch einen Stift, SUZ3 lesen wir hier. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das Standardinhalt ist. Denn ich glaube, es gibt nur ein paar Boxen, wo dieser Stift drin ist. Denn das dürfte echt der Stift sein, mit dem Shakusa die Boxen hier unterschrieben hat. Also ich glaube, es gibt ein paar Boxen, in die es so ein Stift geschafft hat. Ich habe anscheinend richtig Glück gehabt und so einen Stift erwischt. So einen schwarz-weißen Edding hier. So einen Marker, mit dem Shakusa unterschrieben hat. Freut mich sehr. Ist das erste Mal, dass ich wirklich so einen Spezialinhalt in meiner Box vorfinde. Würde mich echt interessieren. Wenn ihr auch so einen Stift drin hattet, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Dieses in schwarz gehalten. Und hier lesen wir SUZ und dann hier in dem U diese langgezogene 3. Also Suchen und Zerstören 3. Das Shirt in schwarz und weiß gehalten. Und was mich sehr freut, wir haben hier einen Neck bzw. Backprint. Oben haben wir wieder SUZ3 und dann haben wir hier diverse Symbole. Dieses hier, dann ein Schwert,
eine Rose oder eine Blume, eine Blüte und dann hier diese Klinge oder ein T, aber es dürfte wohl der Rest dieses Schwert sein, dieser Klinge. So sieht das aus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Allerdings, ich werfe noch kurz einen Blick. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Schauen wir uns mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem SUZ3 auf der Brust. Das Ganze in Weiß, der Schriftzug. Gefällt mir von der Gestaltung richtig gut. Ist zwar klassisch gehalten in Schwarz und Weiß, aber der Aufdruck auf der Brust gefällt mir. Und gerade auch in Kombination mit diesem Motiv, mit diesen einzelnen Symbolen auf dem Rücken, kann man das echt gut tragen. In meinen Augen ein gelungenes Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Die Autogrammkarte, allerdings nicht unterschrieben. Der Sticker in quadratischer Form. Dieses Poster, beidseitig bedruckt, im Hochformat. Die Bonus-EP im Digisleeve. Die Instrumentals auf zwei CDs im Jewel Case. Und ebenfalls im Jewel Case das Album an sich auch auf zwei CDs. Und wenn ihr so viel Glück hattet wie ich, dann auch noch dieser Marker hier, dieser Suchen und Zerstören 3 Stift. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Suchen und Zerstören 3 von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.